Was ist denn los? Ich dachte, Andrew wollte das ganze Wochenende bleiben. Es ist nichts. Nee. Nicholas, wir sind deine Eltern. Du kannst uns doch alles erzählen. Okay. Gestern Abend, als ich mich umgezogen habe, habe ich Andrews Penis gesehen. Und jetzt machst du dir Sorgen, dass du homosexuell bist? Nicky, ein Mann kann einen anderen Penis berühren oder sogar küssen, ganz leicht natürlich. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass er homosexuell ist. Weißt du, als ich angefangen habe zu studieren, deine Mutter kennt die Geschichte. Dad, ich mach mir keine Sorgen, dass ich schwul bin. Schatz, es ist total okay, wenn du es willst. Aber so ist es besser. Du hättest eine sehr viel schlechtere Wahl treffen können als Andrew Globerman. Das ist es nicht. Es geht darum, dass der von Andrew irgendwie anders war. Keine Ahnung, größer und haariger. Liebling, Andrew hat angefangen, ein Mann zu werden. Ganz recht. Er hat sekundäre Geschlechtsmerkmale entwickelt. Ja, hat er. Dichtere Augenbrauen, vergrößerte Brustwarzen. Vergrößerte Brustwarzen. Mom! Sogar sein Penis verändert sich. Er wird von einem Jungspenis zu einem Mannpenis. Mom. Und du wirst vielleicht, wie ich, niemals einen sehr großen Penis haben. Aber wenn du den Körper einer Frau verstehst und, was noch viel wichtiger ist, ihre Gefühle, spielt das gar keine Rolle. Das ist wahr, Nicky. Bevor ich deinen Vater traf, war ich mit ein paar Männern zusammen, die sehr gut bestückt waren. Und ehrlich gesagt, es war mir viel zu viel. Okay. Der Penis deines Vaters ist mein Glasschuh. Und du bist mein Aschenbecher.